Hallo zusammen. Hi. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und wir sind gerade nicht in der Werkstatt. Wir sitzen in einem Kia Picanto. Ziemlich pikant, genau. Das Auto. Mhm. Riecht schon lecker hier drin. Ne? So, so. Und Vanille. Hat nach Vanille. Hier ist so ein Vanillebäumchen hier drin. Ja. Riecht mal. Komm noch näher und es klatscht. Glitzer. Guck mal, steht hinten drauf. Das ist ja bestimmt ein Damenauto. Komm noch näher und es klatscht. Haben wir aber Angst. Doch. Ja, was hat der Wagen? Der hat folgendes Problem. Die Dame sagt, dass der beim Bremsen komische Geräusche macht, über 60 irgendwie anfängt zu schlackern im Lenkrad. Sie meinte wohl, vorne rechts hat sowas gequalmt. Ja, jetzt sind wir gerade losgefahren. Ein Stückchen fahren, damit wir das ein bisschen erreichen und vor allen Dingen auch auf Temperatur kommt dann, ne? Ja, weiß was das ist. Keine Ahnung. Also müssen wir jetzt erstmal fahren. So, jetzt vom Fahren her würde ich sagen, die sagt da oben, der würde in eine Richtung ziehen. Nee, auch nicht. Warte mal, ich komme ganz kurz. Fenster runter. Zieht es jetzt ein bisschen? Es zieht jetzt aber von links. Okay, dann warte mal, ich weiß doch. Oh, wir sind natürlich wieder besonders witzig. Ja. Gibt es dazu zu erzählen? Ich wäre nicht so sicher, ob ich die Fenster runter machen wollte bei dem Grünspan. Da machst du das Fenster runter und dann machst du, da ist das Seil innen drin abgerissen. Achso, ja, da muss man auch aufpassen. Das haben wir schon öfters mal gehabt, so, wenn man so mit Autos fährt und das Fenster dann da runterkurbelt. Da sind ja so Seilzüge drin und die dann reißen. Und es ist immer so relativ schwer, dem Kunden beizubringen, dass wir, dass wir das nicht waren. Dass wir nichts dafür können. Im Prinzip waren wir es. Ja, wir waren es ja. Aber nichts dafür. Genau. Könnt ihr eben nichts dafür. Ja. Das ist halt heute dieses billige Zeug, was da überall eingebaut wird, ne? Ja. So. Ach so, ja, was gibt's noch? Wann fahren wir zur Nordic Motor Show? Lass mal genau das Datum. Guck mal, Datum. Ja, wir waren ja voriges Jahr das erste Mal bei der Nordic Motor Show in Neumünster, in den Holstenhallen. Wenn ihr Bock habt, wir sind auf jeden Fall wieder da. Das ist das zweite Mal. Das war voriges Jahr schon mega erfolgreich. Tuning ist ja jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber was da für Kisten waren. Ne? Nordic Motor Show sind wir vom 3. bis 5. April, Mai. 3. bis 5. Mai, Nordic Motor Show in Neumünster. Neumünster. Hat uns riesig Spaß gemacht. Voll geil. Ich fand es ganz toll. So viele Besucher waren. Das war die erste Mal, dass die das gemacht haben in Neumünster, ne? Ja, genau. Und hat direkt richtig geknallt. Also Hammer, diese ganzen Tuning-Fahrzeuge und du sagtest ja gerade schon, Tuning ist jetzt nicht unsere Welt. Aber das ist aber das war das wirklich echt schön. Ja, würde ich auch sagen. Hat voll Spaß gemacht. Und ja, kommt dahin nach Neumünster. Wir freuen uns, euch zu sehen, Fotos machen, einen kleinen Talk mit uns. Sehr, sehr gerne. Neumünster in den Holstenhallen. So, genau. Jetzt sind wir hier jetzt auf der Strecke, wo wir ein bisschen was schneller fahren können. Wo eben, das soll ja irgendwie so ab 60. Jedenfalls bis zur roten Ampel schon mal. Ich weiß gar nicht, die Ampeln brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Nein, aber jetzt nichts, was hier passiert. Das ist das nächste Mal. So, hier dürfen wir 70 fahren. Also rechts einmal 70, einmal links 70. 140? Ja. So, jetzt hier so nichts. Keine Hinterhund, ich bremse mal ab. Jetzt läuft er ganz normal, oder? Ja. 12 Sekunden später. Hast du gemerkt? Dass der von alleine so ein bisschen. Ja, pass auf. Rollt und Bock. Rollt nicht wieder zurück. Der rollt nicht zurück, als wenn, und als rollt wenn, nicht weiter, der Bock. Hast du ihn weg? Ja. Achtung, nochmal. So, normalerweise muss der jetzt langsam ausrollen. Dock. Dann kriegst du Bock. Ja, das würde ja heißen, dass irgendwas als blockiert hängt. Oder schleift. Als wenn eine Bremse hängt. Mhm. Dann würde das auch erklären, wenn sie länger mit dem Auto fährt. Dass die heiß wird, sich ausdehnt. Ich roll so ein bisschen an und dock. Siehst du? Ja. Dann macht, so macht auch. Ja. Dann nochmal. Aus. Oh, der ist ausgegangen. Das kann also auch nicht. Ja.
Okay, wenn sie dann sagt, vorne rechts. Okay, ich würde sagen, wir fahren mal zurück. Vielleicht wird er jetzt noch ein bisschen wärmer hier unterwegs. Auch erklären, wenn sie sagt, die wenn sie beschleunigen will, dass er nicht richtig, dass die Bremsleistung, dass die Motorleistung nicht da ist. Motorleistung nicht richtig da ist. Klar, wenn der die ganze Zeit bremst. Ich betätige jetzt mal hier so ein bisschen die Bremse. Hast du das wubbern? Ja. Das ist das, was sie gesagt hat, dass der Geräusche machen will. Von meiner Seite, ne? Also von der rechten Seite. Ja, genau, das merkt man auch. Guck mal hier. Komm, die Kamera da wackelt, die GoPro. Guck mal an. Jetzt, guck mal. Jetzt, guck mal. Ah, ja. Sobald du vom Gas gehst. Patrick, siehst du das? Mhm. Jetzt hier, jetzt zieht er nach rechts. Und es schlackert. Ja, weil die Bremse jetzt warm ist. Guck mal, jetzt zieht er nach rechts. Jetzt haben wir das auch gegangen. Boah. Oi. Ja. Und jetzt kann ich auch. Okay, es gibt Gas und. Und der schlackert immer mehr. Boah. Jetzt fühlst du es im Fußraum sogar. Guck mal, der Lenkrad wieder an. Das Auto kann ich ja machen. Ich will nichts. Das ist gefährlich. Jetzt kann ich mal Gas geben. Beschleunigt er nicht mehr richtig. Boah, Hammer, habe ich auch noch nicht so gespürt. Vor allem am Anfang war ja nichts, ne? Ja. Die Kamera wackelt. Ja, okay, gut, wir fahren jetzt. Ach Gott, ich will jetzt zieht der es richtig. Guck mal, jetzt geht der richtig ab nach rechts. Ja. Okay, warte mal, wenn wir jetzt gleich hier vorne nochmal anhalten, müssen wir mal gucken, ob der jetzt noch stärker abbremst. Oh Gott, der ist ja sehr irre. Hast du das schon so gespürt? So stark noch nicht. Vor allem, dass der dich da direkt rüber in die Tannen zieht. Ja. Yeah. An diesen Laubbäumen. Ja, ich habe wohl da was von Tannen, meinst du jetzt? Hm. Er kam aus dem Tannenwald und hat den Arsch von Haaren. Alter. So, jetzt fahren wir mal zurück in die Werke. So, man trinkt ja auch keinen Haaren, Alter. Gestern habe ich ihn wieder getroffen und da war er schon wieder besoffen. Ah, jetzt rote Ampel. Ich mag ja keine rote Ampel, aber jetzt bin ich gespannt. Beschleunige noch ein bisschen. Boah, jetzt zieht er nach links. Bock. Muss auch jetzt ganz anders Gas geben. Ja, damit voll, ich bin voll am draufdrücken. Ich merke dann nämlich, weil muss der Draht ja auch total heiß werden da vorne. So, Achtung, jetzt bremst du dir nochmal runter. Patrick, festhalten. Und jetzt zieht er nach links dann. Beim Bremsen. Ich würde ja sagen, dann heißt dann auf der rechten Seite dann noch weniger Bremswirkung hat. Ja. Junge. Danke, Marco. So, jetzt gucken wir am Bremsenzustand und gucken mal, ob. Oh Gott, ey. Ne. Ist gut gegangen. So, schauen wir mal, was die Bremswerte sagen. Ja, der rechts hat uns hängt ja fest. Nach rechts rüber gezogen. Konnte rechts man hängt. Eben schön sehen. Ja, das kann man sehen, ne? Rechte Seite ist der Wert höher als auf der linken Seite. Rechte Seite schleift ein bisschen. Man kann hier den Unterschied sehen. Der läuft frei, aber der schleift schon ein bisschen. Mit 400 Kilo. Das bremst mal hoch. Ach, guck mal, Junge, und rechts kommt später. Da.
Und deswegen hat er uns eben nach links rübergezogen. Genau. Beim Bremsen. Genau. Beim Fahren, wenn die heiß werden, schleift er hier. Ja. Und dann fährt er nach rechts rüber. Und wenn du bremst, hat er auf der rechten Seite scheiß Bremswirkung und zieht nach links rüber. Ja. Passt so oder noch mehr? Ja, müsste noch ein bisschen mehr. Jo. Boah, der stinkt auch auf der Seite hier. Echt? Ja. Ja, warte, dann muss ich mal ein Thermometer. Machen wir eben. Ja, hier ist richtig heiß. Ah, gucken wir erstmal die gute Seite. So. 45 Grad, 46 Grad. Und jetzt? Nur über 200. Junge! Die ist auch richtig heiß. Boah! Ey. Guck gerade, ob der. Kannst du Schreie aufbraten mit dem Ding? Bratislava. Ja, okay. Gut, was kann das sein? Da kann der Bremsbelag hängen. Da kann die Bremszange hängen. Da haben wir viele Möglichkeiten. Die machen wir jetzt mal auf und gucken mal, was da geschehen ist. Ja, das Rad lässt sich drehen. Jürgen, versuch mal, das andere Rad zu drehen. Aber ich bin ja schon kräftig, ne? Boah! Ist ziemlich fest. So, meine Werkzeugkiste, wo ist denn meine Werkzeugkiste? Da. Da ist meine Werkzeugkiste. Da. Bitteschön. Ach, du hast schon Handschuhe an, ja? Haben wir eigentlich unsere Vario-Lichtsets schon vorgestellt, Holger? Ja. Nee, noch nicht. Die sind sowas von perfekt. Vario-Lichtset. Bedienungsanleitung. Hier, das sind sie. Mit Magnet. Tack, 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 tack. Licht an. Und dann oben auch noch ein Lämpchen drin. Wenn mir das nicht reicht, wenn das nicht schön genug ist, was ich da brauche, kann ich das umstecken. Kann ich hier so ein Ärmchen dran machen. Zack. Kann den dann überall hinzeigen. Oder so eine zum direkt draufstecken. Ja, wollte ich euch nur mal vorstellen. Ich finde die Dinger einfach super geil. Ja, dann gib mal das tolle Vario-Lichtset. Mach den Schwanhals aus drauf, den liebe ich. Brauchst du den Schwanhals? Ja, super. Ja, wir haben ja alle Variationen hier Bam. Drin. Bam. Komm her, ich mach das. Komm. Du mit deinen Armen. Die möchte ich auch nicht. Liegt da hinten. Ja, ich pack die nicht an, die ist bestimmt super heiß. Weißt du, kriegst du nicht einfach was? Nein, nicht. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Ich muss mal auf die Handschuhe holen. Hast du es gesehen? Ja, super, hast du das gemacht. Boah, guck mal, die ist richtig blau angelaufen. Oh ja, blitzeblau. Boah, ey. Wir müssen eine Gefühlskamera, weil das ist so heiß, das Ding hier. Das ist echt der Hammer, ne? Voll Oh, guck, es wird schon weniger. Oh, wie heiß die Kiste ist, ey. 170, 190 Grad, ey. Können wir gar nichts dran machen. Komm, guck mal, ob wir die Zange runterkriegen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir haben ja hier einen Faustsattel. Ne? Faustsattel heißt der, weil der hier so drauf ist. Und hier durch diese Leitung, also wenn wir jetzt oben auf die Bremse, auf das Bremspedal drauf drin, geht über den Hauptbremszylinder, durch hier durch die Leitung wird Bremsflüssigkeit durchgedrückt, hier auf einen Kolben. Dieser Kolben presst raus, da ist der Belag dazwischen und der Faustsattel, weil der hier schwimmend aufgehangen ist, drückt dann zusammen und bremst die Bremsscheibe runter. Jetzt kann es sein, dass entweder die Bremsbeläge hängen, Nummer 1. Nummer 2 kann sein, dass der Bremssattel hängt, dass der Kolben innen drin festhängt.
Und Nummer drei kann sein, dass hier die Führungen hängen und dass der deswegen so fest ist. Ich würde sagen, wir machen das mal der ab. Tipp, der Bremssattel hängt, würde ich sagen. Ja. Holst du keinen Ratschenschlüssel? Ja, weil ich ihn erstmal lösen will. Ist doch los. Ja, habe ich gerade losgemacht. Ist doch. So, und vermutlich wird das so sein, dass der Sattel hängt. Aber wir werden sehen. Und warum er da vor allen Dingen hängt. Ja. Kann natürlich auch sein. Führungshülsen sind ja oft naheliegend. Ne, bei ja, aber Auto das sieht doch so ganz gut aus. Das ist ja jetzt nicht die Schraube, ist jetzt nicht irgendwie eingerostet. Also oder nicht. Ne, auch die auch nicht. Also da tippen wir jetzt mal nicht auf Führungshülsen. Was auf wir machen, machen jetzt hier mal, ein bisschen Platz, dass der. Der mal hier wegkommt. Patrick mal hier anständig agieren kann. So, schauen wir mal, ob wir den Sattel jetzt hier runterkriegen. Zurück hier drück kriegen. Kommst du nicht hin? Guck mal, jetzt wie ich den runtergedrückt, aber noch oben zurückkriegen. Gehebelt kriegen. Boah. Der hängt auch fest, ne? Das ist auch verbrennt, ich nicht. Wie ist die Führung denn? Geht die? Also das war alles. Hier ja, ist die Führung. Ja, das ist weil einmal schon aufgegangen ist. Einmal und unten die auch? Auch. Ja, okay, gut. So, dann ist das schon fast. Nein, du musst das mal nicht kriegen. Meine Hand nicht so. Okay. Okay, ich gehe mal. Was wir zurückdrücken holen. Hier ist sogar eine Bremsbelagverschleißanzeige dran. Das kann man hier schön sehen. Hier ist ein kleines Blech. Das ist Blech hier, das Teil. Bing. Wenn der Bremsbelag verschlissen ist, dann schleift dieses kleine Blechteil an der Bremsscheibe, quietscht die ganze Zeit wie wild und sagt dann dem Fahrer, wenn er nicht ganz taub ist, hier, da ist irgendwas nicht in Ordnung bei der Bremse. Hä? Taub. Ah. So, und jetzt sieht er hier drin die Bremszange. Das ist die Faustsattel, Bremszange. Und hier ist der Kolben. Jetzt gucken wir mal, ob wir. Hier soll ich das machen, Hager. Ja. Lass mich das noch machen. Ja, das kannst Vielleicht du. Vielleicht hast du wieder Aua. Ja, das kannst du machen. Ich habe immer noch die Schulter, die noch nicht so ganz funktioniert, aber das wird immer besser. So, und jetzt gucken wir, ob wir das zurückgedreht kriegen. Zeig dir erstmal. So, hier gehen wir mit. Ich musste erstmal auf Spannung setzen. Also, das ist ja spannend. Das ist Spannung. Das zieht sich so im Schlauch. Ja, ich habe ja alles aus dem Zug. Ja, guck. Ja, gut, okay. So, hier sitzen wir mit dem Spreizer dazwischen und wollen jetzt den Bremskolben zurückdrücken. Das muss normalerweise ganz leicht gehen. Das kann ich nochmal auch mit dem Schraubenzieher machen. Okay. Gut. Oh. Die hängt also fest. Die hängt fest. Damit ist die Bremszange Schrott. Jetzt gucken wir mal hier. Machen wir mal raus. Mal lecker mir, ey. Hängt das Ding fest? Normalerweise verrosten die ganz gerne dann da innen drin. Jetzt können wir die Manschette mal aufmachen hier. Mal gucken, ob wir da was sehen können. Die ist sowieso Schrott. Warte, ich ziehe sie erstmal runter, kann der Patrick gleich reingucken, wenn wir was sehen. Nee, du siehst nichts. Nochmal. Jetzt kommt's. Nur so. Normalerweise sieht man dann hier am Rand. Ist die Forst. Ist nicht besser, weißt du, was machen, Jürgen? Ja? Ich gehe mal eben hoch. Und tritt drauf. Und tritt mal auf die Bremse jetzt drauf. Da muss der Kolben rauskommen. Und dann guckt ihr mal, ob da innen drin, ob der Kolben verrostet ist oder nicht. Also ich fahre mal, ein Stückchen runter. Ich habe es mal so in Position gedreht. Geht das so für euch? Für mich geht's, ja. So. So,
Kunststoffbatterie. Du stellst auf die Bremse drauf. Ne? Ich gebe jetzt den Druck im jetzt Prinzip der auf den Hauptbremszylinder drauf. Warte, ich pass auf. Ja. Weiter. Weiter. Boah, ist der hart. Ja, über, was für einen Widerstand der schon hat. Kommt der raus? Ganz langsam, ja. Ja, du siehst aber keine Rostnarben oder so. Nicht? Nein. Ja, pass auf, dann lassen wir doch mal. Was? Hier mal noch ein Stück weiter. Ja. Ja? Ja. Da kann man schön sehen, da hinten ist alles verrostet. Sieht man das? Gut, Holger, warte, bevor der rausplatzt. Aber hier kann man schön sehen, im inneren Teil kannst du schön sehen, wie es verrostet ist. Ja. Hier mit dem Schraubenzieher drauf. Hier, das ist alles verrostet. Und dann hängt er sich natürlich in der Führung hinten drin auf, im Faustsattel. Bleibt da hängen. Stellt sich nicht mehr zurück. Wir haben ja hier eine Rückstellung einmal durch eine Manschette, die hier drin ist. Das ist eine kleine Gummilippe. Sobald die rausgedrückt wird, zieht die Gummilippe den wieder minimal zurück. Das ist aber wirklich nur ein Hauch. Wir müssen ja nur ein geringes Luftspiel haben zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe. Der darf ja nicht die ganze Zeit schleifen. Ich nehme mal gerade den Belag hier. Ja, der Belag sitzt ja hier dran, also hier in den Dingen drin. Und wenn der ein bisschen ganz hauchzart zurückgenommen wird, dann schleift er schon nicht mehr und kann frei drehen und wird nicht glühend heiß. Ja gut, okay, also neue Bremszange, den alten Bremsscherben, den alten Bremsklötze lassen wir drin, ne? Ja, würde ich auch sagen. Nein, auf gar keinen ist Fall. Ist ja noch nicht runter. Da muss man noch nicht an der Verschleißgrenze. Da müssen auf jeden Fall neue Bremszangen, neue Scheibenbeläge, Zange. Alles neu. Beide Seiten neu. Genau. Beide Seiten, die Bremszange auf der anderen Seite, schauen wir uns an, ob die gangbar ist. Zeitwertgerechte Reparatur. Schauen wir uns an, ob die gangbar ist. Ja gut, da ist ja hier die Frage jetzt bei dem Auto. Ne? Der hat jetzt 200.000 runter. Ja. Genau. Also nochmal beide Seiten. Ne? Aber wir schauen mal, ob die linke Seite wie gut gangbar ist. Dann machen wir nur die rechte Seite. Okay, ja, dann schauen wir mal, was da noch ist. Sonst so ist. Gucken wir mal. Ne? Irgendwas wird schon sein. So, jetzt sind wir hier in einem T4-Bus von Baujahr 1994. So. 94. Und der Wagen ist aus München. Der Kunde ist hier auf der Durchreise. Ist ein gasbetriebenes Fahrzeug und er hat irgendwie Klappergeräusch, sagt er, vorne rechts. Schleift doch schon was, oder? Ja, ein Unterlenker schleifen hier, den muss man höher machen. Also ich meine, hört was schleifen gehört gerade. Ja. Wenn ich wüsste, dass das ein VW-Bus ist, würde ich ja sagen, es ist eine Kutsche. Mit den Geräuschen, die der macht. Hey. Klappern und Schleifgeräusch vorne rechts. Ich weiß nicht. Hörst du was? Nee. Keine Ahnung. Also da können wir jetzt kein. Jetzt höre ich ganz leicht etwas. Olga, ich glaube, da schleift was. Bin nicht sicher. Ich glaube. Jetzt aber nicht mehr. Die Bremse auf jeden Fall nicht. Ach, das ist bestimmt. Da ist bestimmt ein Mäuschen drin oder sowas. So, wenn was schneller fährt, geht das weg. Nee.
Da brauchen wir jetzt nicht mehr allzu weit zu fahren, würde ich sagen. Ja. Hat auf jeden Fall damit zu tun, dass vorne rechts das Rad sich dreht. Aber man hört es eindeutig, ne? Mach mal hin und her, Lenkrad. Ja, was denn, wenn bei dem Auto zum Beispiel ein Radlager kaputt ist und das Rad sich bewegen kann, dann wird es an der Bremsaufnahme schleifen, oder? Das Geräusch verändert sich, wenn du hin und her lenkst. Fast weg. Kaum noch zu hören. Zu überhören. So. Ja, beeindruckend, ne, wie laut das ist. Ja. Warum hat denn der Angst damit zu fahren? Kann man bis nach München fahren? Verstehe ich auch nicht. Vor allen Dingen, alle anderen gehen ihn dann auch. Oder? Das ist, der Fensterheber kaputt. Ist das dein Unterarm oder ist das die Schulter? Oder mein was? Arm, mein Gelenk im Arm. Hör mal, ich weiß nicht, was hier schiefgegangen ist an dem Auto. Guck mal, das sieht ja vielleicht komisch aus hier. Guck mal. Ja, was stimmt da nicht, ne? Guck mal, ob da auf die Scheibe drauf und man sieht, dass sie geschliffen hat. Aber ich habe gerade beim Hochheben hatte das so ein Geräusch gemacht. Ich fahr noch ein Stückchen runter, Jürgen. Ja. Dann guck mal nochmal beim Hochheben. Ich meine, da hat er doch vorhin ein Geräusch gemacht. So, pass auf, schieb nochmal hoch. Nee. Nix, ne? Nee. Da. Was war das? Moment. Mach mal. Ja. Mal runter. Ja. Lass doch mal drehen und ich fahr runter. Ja. Dreh. Ja. Dreh nochmal. Ja. Nee, du musst drehen. Ja, ja. Drehst du? Ja. Hä? Kommt das von der Bühne oder was? Nee, das ist das Auto. Nee. Sollen wir das Rad mal abmachen? War das sicher von vorne rechts oder war das hinten Radlager? Das ist ja ein 4x4 ist das ja, ne? Ja, aber das Geräusch kam... Auch jetzt gerade von hier. Beim Aufsetzen und dann bei dem Drehen. Und wann in dem Moment? Als wenn der irgendwie ein minimales Spiel hat und die Ankerplatte plötzlich dran schleift. Vom blechernden Geräusch her hörte sich das so an, wenn ich das zuordnen müsste. Ja, da sieht es aus, als wenn da kein Abstand mehr zwischen ist, als wenn die sich hier verbogen hätte, so unten im Grund. Wenn irgendwo gegengefahren ist, weil er sich auch so verdellt ist hier. Und dann naja, wenn du siehst, wie die Narbe da außen da verdellt ist, wer weiß, was die hier dran gemacht haben. Der Schutz ist im Prinzip ein Dreck und ein Wasserschutz, dass das Wasser nicht so da drauf spritzt. Warte mal ganz kurz, Jürgen, ja. Stopp. So, und dazwischen da war kein Abstand. Und dann macht es dieses fiese Geräusch, vermutlich. Hast du das ein bisschen zurückgedrückt jetzt? Ja, ich habe das zurückgebogen. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir einfach nochmal. Schauen Sie. Ja, ja.
So, fahren wir nochmal und gucken mal, ob das jetzt weg ist. Ich drehe mal, wenn die jetzt runterlässt, ob er das immer Witz, noch macht. Das so ist. Klar, das Radlager hat natürlich ein gewisses Spiel, das ist ganz normal. Hier ist ein gewisses Radlagerspiel drin. Und dann drückt er dann genau gerade so, wie sieht man in Köln, Jans wenig an die Bremsscheibe dran. Das kann gut sein. Das hat er nichts gemacht. Gut, ich würde sagen, wir setzen uns rein und fahren wieder Probe. Ne? Das war ja auch wirklich nur, vielleicht wenn der Wagen dann so hin und her und das Radlager so... Aber Radlagerspiel hat er vorne nicht gehabt, ne? Nee, konnte ich jedenfalls keinen spüren. Okay, gut, dann. Was? War das jetzt gerade Geräusch? Quietsch, ja, müssen das Rad abmachen dafür. Hat echt gequietscht? Mhm. So, okay, dann probieren wir mal aus. Ja. Müssen wir das Rad abmachen. Kommt die irgendwie noch dran. Scheiße. So, können wir schon stehen lassen, ne? Ja. 17er. Holger? Du hast es. Wir müssen runter. Verschlimmbessert. Meinst du, ist das so wieder hingebogen? Ich drehe. Hat nichts gemacht, Junge. Hm. Er hat nichts gemacht. Ja, ich habe eben nur gedreht. Nee. Jetzt ist alles frei. Und da ist auch alles frei, Junge. Hier ist so ein bisschen ganz so nicht zurück. Tja, da jetzt noch was dran gekommen ist, jetzt fragt ihr, haben das jetzt hier noch mal Stück zurückgebogen, noch was weiter zurückgebogen? Stopp. Nochmal. Ha. Stopp, warte. Nicht wegmachen. Hier ist es. Ha! Guck an, da. Wo ist das? Hier. Das Blech hier. Ach, das kommt. Ach du Scheiße. Da konnte da nicht sein. Ich mal, jedes Mal, wenn wir mit abgelassen haben, haben wir hier das Geräusch beim Drehen. Weil es da oben rankommt. Das ist ja Allrad. Ne? Das heißt, der wird vorne angetrieben. Hier ist das Getriebe. Da, hier ist das Auslassgetriebe. Hier ist die Kardanwelle, die nach hinten geht, rechts und links. So, und hier ist der Schutz. Und dieser Schutz hier von dem Auspuff, damit er nicht um zu heiß wird, der ist irgendwie abgebrochen, müssen wir jetzt mal gucken. Der liegt hier auf der Kardanwelle drauf und der... Ach, und wenn der Jürgen dann da vorne dreht, dreh mal bitte, Jürgen, am Rad. Ich drehe am Rad, zwei drehen am Rad. Dann dreht sich hier natürlich... Jetzt riecht das ganz spät. Aber ach, wenn die andere Seite unten ist, Jürgen. Hey, in dem Moment, wenn wir abgelassen haben, ist die Seite... Unten. Zuerst und unten. Und hat funktioniert. Ja, pass auf. Und jetzt, mach's mal nochmal. Dreh mal. Und dann dreht ihr auch die Welle. Kannst du sehen? So. Weil das ist das Auslassgetriebe. Wenn ich jetzt hier loslasse, dann dreht die Welle nicht mehr. Dann war das in dem Moment, wo du runtergelassen hast, ging das hier. Mama mia. Ja, geiler Fehler. Ich mach das Rad wieder drauf. Ich glaube, das war's nicht. Ausgerissen. Da oben ist die Schraube. Ja. Ah, da ist die da. Da oben rausgerissen. Das Blech hier abmontieren. Ach, scheiße Arbeit. Oh, wieder festgeschraubt werden. Da ist oben die Schraube abgerissen. Gut, okay. Gut, wenn man das Blech festmacht, das braucht
Brauche ich nicht zu zeigen, das ist ja kein Problem. Ja, seht ihr, wie man sich so vertun kann, ne? Hört sich nach Blech an, wir denken, es ist da vorne rechts, aber irgendwie war es das nicht. Vor allem, weil es mal gekommen ist und gegangen ist. Aber was mich auch gestört hat, ist beim Federn, weißt du, wenn so Hubbel gesprungen sind, so war es ja klar, besonders. Klar, dann war das Ding in Bewegung, ja. Das Blech. Gut, da blechen wir mal jetzt fest, dann kann er weiter nach München fahren. Alles schön, alles gut. Euch eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Video. Bis dann, Lieben. Mach's gut. Mach hier, Männchen. Tschüss. Vergisst du zu atmen beim Arbeiten? Ja, ich hab schon mal an. Da fliegt mir doch das Blech weg. Ja, hier fliegt das Blech weg. Tschüss.